Hallo. Einer dieser Menschen bist du. Du hast einen langen Tag in der Schule hinter dir. Oder war es das Büro? Vielleicht hast du Besorgungen gemacht. Jetzt bist du zu Hause. Du kannst dich entspannen. Vielleicht möchtest du fernsehen. Diese Menschen leben in ständiger Angst, aus ihren Hütten vertrieben zu werden. Mal sehen, was es gibt. Diese Menschen sterben, damit wir Handys haben können. Du hast das alles schon mal gehört. Diese Kinder sind Sklaven. Du verspürst Kummer und Resignation zugleich. Die Welt ist reicher als je zuvor. Und dennoch gibt es immer mehr Arme denn je. Nationen am finanziellen und wirtschaftlichen Abgrund. Du schläfst ein. Du wirst einen sonderbaren Traum haben. Er beginnt mit einem Gedanken. Wenn wir die Armut in der Welt bekämpfen wollen, müssen wir zuerst ihre Geschichte verstehen. Dein Traum beginnt in einer Bibliothek, in der die Bücher durch die Luft schweben. Aus den Büchern scheinen Stimmen zu kommen, die zu dir sprechen. Armut, Reichtum, Macht, Machtlosigkeit, es hängt alles zusammen. Armut wird nicht automatisch durch Wachstum gelöst. Was können wir für die Armen tun? Was brauchen sie? Diese Fragen sind zu allgemein. Es gibt nicht nur eine Antwort. Nicht nur eine. Du bist ein Steinzeitmensch. Mädchen oder Junge, such es dir aus. Und das sind deine Eltern. Dein Vater hat kein Auto, deine Mutter keinen Kühlschrank und du hast keinen MP3-Player. Aber es gibt viele wilde Tiere. Du stehst am Anfang der Menschheitsgeschichte. Bist du arm oder reich? Alle scheinen gleich zu sein. Du hast Hunger, also geht dein Vater auf die Jagd. Wollte man ein Buch über die Geschichte der Armut schreiben, hätte es 3-4 große Kapitel. Und es würde mit den Jägern und Sammlern beginnen. Ihre Lebensweise hat viele Vorteile. Es bedarf wenig Mühe, genug Nahrung, genug Kalorien zum Überleben zu finden. Wenn man gerne an einem schönen Ort am Strand liegt, ist das ein prima Leben. Aber es ist nicht abgesichert. Dein Traum nimmt eine Wendung. Die Eiszeit ist da. Und in deiner Höhle gibt es keine Zentralheizung. Du erfrierst. Ein perfekt erhaltenes Museumsexponat für die Zukunft. Titel: Armer Mensch. Die Unsicherheit im Leben der Jäger und Sammler bedeutet, dass man jederzeit sterben kann. Was, wenn es einen plötzlichen Klimawandel gibt? Was, wenn das Vieh, von dem man lebt, krank wird und eingeht? Es ist nahezu unmöglich, für diese Unwägbarkeiten zu planen und auf sie zu reagieren. So viel zur Armut in der Steinzeit. Ohne medizinische Versorgung und ausreichend Nahrung lebst du kaum lang genug, um etwas über sie herauszufinden. Jetzt schwebt deine Seele über die frühen Zivilisationen des Altertums. Sieh nur diese vielen Menschen mit ihren kleinen Feldern und winzigen Hütten. Alle Behausungen sehen ärmlich aus. Abgesehen von den 1-2 Palästen, in denen die Könige und Herrscher, die Milliardäre der Frühgeschichte leben. Fast jeder war arm. Wenn man Armut mit mangelnder Grundversorgung definiert, sei es Zugang zu Wasser, Nahrung oder medizinischer Hilfe, dann waren damals 90% der Weltbevölkerung davon betroffen.
Die Lebenserwartung lag bei 35 Jahren, also weniger als die Hälfte unserer heutigen Lebensdauer. Jedes Land der Welt, selbst die höchst entwickelten Gesellschaften, wurden immer wieder von Hungersnöten heimgesucht. Jetzt weißt du also, dass du noch lange, lange Zeit arm sein wirst. Aber ein neues Konzept wird geboren, das dir helfen kann. Almosen. Almosen sind Teil aller Weltreligionen. Aber welche bietet am meisten? Du landest im Nahen Osten, im frühen Mittelalter. Du bist in einer Werkstatt. Du siehst Holz, Sägen, Hämmer, eine Menora. Du musst ein jüdischer Zimmermann sein. Du verbarrikadierst die Tür. Aber warum? In städtischen Gebieten. Kairo hatte im späten Mittelalter zwischen 200 und 250.000 Einwohner, gab es viele Obdachlose. Viele Menschen lebten in sehr primitiven Unterkünften, in Hütten und Zelten. Manche schliefen in Gräben, auf Bänken oder am Straßenrand. Dir geht es besser. Aber wie lange noch? Du hast Steuerschulden. Soldaten könnten dich jederzeit festnehmen. Wie würden du und deine Familie dann überleben? Während des Freitagsgebets versammelten sich die Bettler vor den Moscheen. Wenn die Gläubigen nach dem Gebet aus der Moschee kamen, bettelten sie. Niemand glaubte daran, dass man Armut abschaffen kann. Armut war ein Teil des Lebens. Und wer Almosen gibt, dem werden Sünden und schlechte Taten vergeben. Ein Almosen schließt 70 Tore des Bösen. Nur eine Gabe an die Armen ist ein Geschenk, alles andere sind Tauschhandel. Der Weise erfreut sich an Almosen und lebt glücklich im Jenseits. Du schreibst also einen Brief an deinen Rabbi. Ich habe nie jemanden um Geld gebeten, aber ich habe bei den Muslimen Schulden. Ich muss mich verstecken und mit ansehen, wie meine Kinder und meine alte Mutter hungern. Ich flehe Gott und sie um Hilfe an. Aufmachen! Aufmachen! Hilfe! Oh mein Gott, rette mich vor den Steuereintreibern! Sieh mal, was jetzt aus dir geworden ist. Du bist der Herrscher einer südamerikanischen Zivilisation, der Inka. Du bist reich, aber du wirst dein Reichtum schneller verlieren als irgendwer sonst in der Geschichte der Menschheit. Das Zeitalter des Kolonialismus hat begonnen. Die Spanier haben dein Land erobert. Wenn du dieses Zimmer mit Gold füllst, lassen wir dich am Leben, sagen sie. Armut ist eine Folge von Plünderungen. Hinter jeder Art von Armut in der modernen Welt steht die Anwendung von Gewalt. Du findest dich hinter Gittern wieder. Du musst mit ansehen, wie dein Volk stirbt. Die Spanier haben neuartige Krankheiten mitgebracht, wie Grippe und Syphilis, die die Hälfte der Bevölkerung ausmerzen. Die Europäer haben die Südamerikaner in vielerlei Hinsicht arm gemacht. Ihnen wurde ihr Land genommen. Sie wurden enteignet und vertrieben. Sie konnten sich also nicht mehr selbst versorgen und mussten in den Plantagen, den Haciendas und den Silber- und Goldminen arbeiten. Diese Umstände haben einen Großteil der Südamerikaner zu den Verdammten dieser Erde gemacht. Der Herrscher der Inka träumt seinen eigenen Traum in deinem Traum. Die Welt sieht im 16. Jahrhundert ganz anders aus als heute. Europa ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht viel reicher als andere Länder. Du fragst dich, wie sich das ändern konnte. Vielleicht liegt die Antwort in Südamerika. Dort legen die europäischen Eroberer den Grundstein für die Armut von heute. Du blickst durch die Wolken auf Afrika, um zu sehen, ob die Menschen dort schon Hunger leiden.
Die Menschen im präkolonialen Afrika hatten einen ausgesprochen gut entwickelten Geschäftssinn. Vor allem unter der allgemeinen Bevölkerung gab es viele, die direkt an der wirtschaftlichen Produktion beteiligt waren. Als die Portugiesen Ende des 15., Anfang des 16. Jahrhunderts nach Afrika kamen, hatten die Swahili Handelsstützpunkte von Mogadischu bis nach Kilwa vor Mosambik. Ihre Gesellschaft befand sich auf dem wirtschaftlichen Höhepunkt ihrer Geschichte. Die portugiesischen Seefahrer sahen diese blühenden Küstenstädte und sagten sich, die müssen wir erobern. Viele Gemeinden hatten Land im Überfluss. Wie Missionare und Soldaten berichteten, war die Landwirtschaft im Kongo produktiver als die in ihrer portugiesischen Heimat. Und was ihre Industrie betraf, Textil- und Eisenherstellung, die konnte sich mit der besten Europas messen. In weltgeschichtlicher Perspektive spielte Europa bis 1492 nur eine nebensächliche Rolle. Es war relativ arm und so weiter und so fort. Aber das war nicht in allen Ländern der Fall. In Afrika, Asien und Amerika gab es blühende Gesellschaften. Später sollte sich das grundlegend ändern. Ein Eisenring um den Hals. Du, der König der Inka, wirst hingerichtet. Dieses Folterinstrument nennt man Garrot, siehst du. Du spürst, wie du zuerst fällst, dann kriechst durch die Mitte der Erde. Du landest auf der anderen Seite, in China. Ein junges Mädchen steht in einem riesigen Feld. Hier kann nichts wachsen. Eine Hungersnot steht bevor, aber du fühlst dich sicher im alten China. Seit Anbeginn der chinesischen Geschichtsschreibung gehörten Hochwasserschutz und Hungerhilfe zu den Pflichten eines Herrschers. Die Hungersnot von 1743 ist berühmt, weil die Hilfsaktion vorbildhaft durchgeführt wurde. Es gab damals bereits Wettervorhersagen. Man wusste also schon im Voraus, dass eine Hungersnot bevorstand. Hungersnöte treten nicht plötzlich auf. Sie sind eine Folge monatelanger Dürre. Die Getreidespeicher waren voll. Man nimmt an, dass damals ungefähr 2 Millionen Menschen Hungerhilfe erhielten. Du bist im Hungertod von der Schippe gesprungen. Wie gut, dass du im Osten lebst und nicht im Westen. In einem gut regierten Land ist Armut eine Schande. In einem schlecht regierten Land ist Reichtum eine Schande. In den letzten 2 Jahrhunderten war China ein armes Land und wurde als solches angesehen. Aber angefangen mit Marco Polo, bis hinein ins 18. Jahrhundert waren die Europäer, die direkten Kontakt mit China hatten, von seinem Reichtum beeindruckt. Sie hielten es nicht für ein rückständiges Land. Die europäischen Staaten waren kleiner und verfolgten eine andere politische Ideologie. Die Frage ist nicht, hätten sie es China gleich tun können, sondern wollten sie das? Und die Antwort ist nein. Du sitzt auf einem Karren, auf dem sich das gesamte Hab und Gut deiner Familie stapelt. Du bist auf der Reise in eine neue Zukunft. Dein Vater hatte die Nase voll von der Armut der frühen Neuzeit und hat seinen kleinen Hof für ein paar Taler an einen Großgrundbesitzer verkauft. Und die Väter all deiner Freunde haben das Gleiche getan. Es ist ein Wandel von einem kollektiven Agrarsystem, in dem das ganze Dorf an der Landwirtschaft beteiligt war, hin zu einem kapitalistischen System, in dem es Großgrundbesitzer und individuelle Höfe gibt.
Man kann sagen, dass die Reichen den Armen das Land gestohlen haben oder dass ein effizienteres Agrarsystem eingeführt wurde. Beides ist richtig. Ich würde sagen, dass die Armut also zwei frühere Phasen gehabt hat. Eine Phase, eine sehr lange und große Phase, wo die Menschen im Wesentlichen in ländlichen Regionen gewohnt haben. Die zweite Phase ist dann die Phase, wo sich große Städte gebildet haben und in diesen Städten zum ersten Mal wirklich große Ungleichheiten aufgetreten sind, wo also sozusagen das Problem der relativen Armut, des Beieinanderseins von Reichen und Armen zum Problem wurde. Willkommen in einer Stadt im Zeitalter der Industrialisierung. Du wirst die nächsten 200 Jahre wie verrückt schuften. 10 Stunden pro Tag. Die Maschinen werden schneller und schneller. Und du musst immer härter arbeiten, um Schritt zu halten. In den ersten Jahrzehnten der industriellen Revolution verbesserte sich der Lebensstandard der Arbeiterschaft kaum. Es gab die teuflischen Textilfabriken, weit verbreitete Kinderarbeit und schreckliche Arbeitsverhältnisse. Aber die industrielle Revolution schuf die Voraussetzungen dafür, extreme Armut weltweit drastisch zu reduzieren. Im Jahr 1800 lebten 90% der Weltbevölkerung in extremer Armut. 2011 waren es nur zwischen 15% und 20%. Das ist menschlicher Fortschritt. Du bist ein 12-jähriger Textilarbeiter. Du spinnst Wolle zu Garn, zusammen mit 100 anderen Jungen. Aber der Fabrikbesitzer setzt dich vor die Tür. Es gibt keine Arbeit mehr für dich. Ein Krieg ist ausgebrochen und hat die Märkte zerstört. Die Fabrik kann das Garn nicht mehr an die Weber ausliefern. Ein völlig neues Risikoumfeld entsteht. Dadurch, dass ein Facharbeiter seine Heimat verlassen muss, um einen Job zu finden. Was geschieht, wenn eine Maschine, mit der man vertraut ist, nicht mehr dem neuesten Stand der Technik entspricht und ersetzt wird? Daraus resultieren ganz neue Unsicherheitsfaktoren. Du gehst an den Arbeitern der Straße vorbei. Den Schornsteinfegern, den Streichholzverkäufern, den Bettlern und Prostituierten. Du hast Angst. Aber die wichtigen Männer mit ihren Zylindern haben einen neuen Weg gefunden, den Armen zu helfen. Das Armenhaus ist eine Maschine, die Schurken zu ehrlichen Bürgern schleift. Ja. Eine der besten Antworten auf die Armut, besonders die Armut in Großstädten, war das Armenhaus. Ursprünglich wurde es als Strafanstalt eingeführt. Man glaubte, dass man die vielen kräftigen Männer für sich arbeiten lassen und damit Geld verdienen könnte. Aber was passierte, war, dass Frauen alte und arbeitsunfähige Menschen in den Armenhäusern um Hilfe suchten. Mit dem Ergebnis, dass Armenhäuser bald zu relativ karitativen Einrichtungen wurden. Niemand will eine 90-jährige Frau verhungern lassen. Das geht einfach nicht. Du bist auf dem Weg ins Armenhaus. Als du durch die Tür trittst, verändert sich dein Körper. Dein Haar wird lang, deine Brust wird größer. Dein Bauch bläht sich auf. Ich muss immer wieder an eine Frau namens Jane Brown denken. Sie war eine 17-jährige Prostituierte, die in der Nähe von Covent Garden lebte. Sie wurde schwanger und wusste nicht wohin. Sie hatte keine Familie, kein Geld. Also wartete sie bis kurz vor der Geburt und klopfte dann an die Tür des St. Clement Danes Armenhauses. Natürlich mussten sie sie hereinlassen. Das Baby würde schließlich nicht warten. Und so gelang es Jane, einen gesunden kleinen Jungen im Krankenhaus zur Welt zu bringen. Sie blieb noch weitere 6 Monate im Armenhaus, allen Vorschriften der Gemeinde zum Trotz. Die Armen lernen, wie das System funktioniert und nutzen es für sich. Jetzt betrittst du einen Essenssaal voller hungriger kleiner Jungen. Irgendetwas erinnert dich an ein Buch, das du einmal gelesen hast. Die Jungen essen eine abscheulich aussehende Suppe. Einer von ihnen,
Vielleicht ist es dein Sohn, steht auf und geht zu dem Aufseher. Er hält seinen Teller hoch und sagt: Bitte, Sir, ich hätte gern noch mehr. Potz Blitz, er will mehr. Oliver Twist ist das klassische Beispiel des Armen schlechthin. Ein perfekter kleiner Junge, der in einer Welt voller Gleichgültigkeit ausgesetzt wird. Von Dickens stammt die Hälfte aller Stereotypen, die wir heute mit Armut in Verbindung bringen. Eine ganze Generation urbaner Beobachter zog in die Slums, um ihrer begierigen Leserschaft weitere Stereotypen zu bieten. Es war fast pornografisch, aber es führte zu einem öffentlichen Aufschrei. Die Regierung wurde gezwungen, sich des Problems anzunehmen. Die Reichen scheinen den Armen oft helfen zu wollen, aber das System bleibt immer das alte. Vor dir sitzt Karl Marx, der Begründer des Kommunismus. Du fragst ihn: Warum werden die Reichen reicher? Aber ich nicht. Die Reichen tun alles für die Armen, außer das Ende der Ausbeutung herbeizuführen. Karl ist nett. Er bietet dir eine Tasse Tee an. Du sagst ihm: Ich will die Armut hinter mir lassen. Aber wie? Mögen die herrschenden Klassen vor der kommunistischen Revolution zittern. Karl Marx glaubte, dass Armut eine Folge des kapitalistischen Systems ist. Im Kapitalismus streben die Firmen nach Profit. Und die Steigerung des Profits ist das Hauptziel. Gewinnmaximierung ist möglich, indem man die Löhne so niedrig wie möglich hält. Du suchst nach der revolutionären Arbeiterklasse, von der Onkel Karl dir erzählt hat. Aber du wirst von einer anderen Menge mitgerissen. Tausende Bauern und befreite Sklaven ziehen in die Berge Brasiliens. Jetzt bist du auch ein Anhänger. Ein Anhänger des Wanderpredigers Antonio Conselheiro. Seine Lehre verbindet Elemente des Christentums und des Kommunismus mit freier Liebe und natürlich dem Ende der Welt. Die Herrschaft Gottes ist nah. Er wird herabsteigen, die Mächtigen niederwerfen und die Leidenden erheben. Die Armen, seine Armen. Antonio Conselheiro hat das Ende der Welt gepredigt. Er machte die Sprache der Religion zu einer politischen Waffe mit wirtschaftlichen Folgen. 2 Jahre später hast du ein neues Zuhause in einer neuen Stadt der Armen. 30.000 Menschen leben hier. Die brasilianische Republik schlug die Bewegung nieder. Sie war ein Versuch der Verdammten dieser Erde, ihre Zukunft selbst zu bestimmen. Schnell! Du musst deine Stadt verteidigen. Dein Gewehr ist alt und rostig. Du wirst von der brasilianischen Armee angegriffen. 10.000 Soldaten mit Maschinengewehren, aber ihre Kugeln können dir nichts anhaben. Du findest das echte revolutionäre Proletariat. Du streikst, du protestierst, du kämpfst. Auf der ganzen Welt stürzt du Regierungen. Manchmal musst du dich mit Gleichberechtigung zufrieden geben und höheren Gehältern. Die Elite schaut weg. Eine Verbesserung wird nur durch die Masse selbst erzielt. Die Armen helfen den Armen. Im Westen geht es für dich bergauf. Die Regierung baut Abwasserkanäle und installiert Wasserleitungen. Sanitäre Anlagen sind besser als Revolutionen.
Die Wende in den Industrieländern wurde Mitte des 19. Jahrhunderts durch die Steigerung des Realeinkommens herbeigeführt, selbst in der Arbeiterklasse. Weltkriege kommen und gehen. Es gibt sogar eine Weltwirtschaftskrise. Aber du findest, dass es trotzdem bergauf geht. Jetzt gibt es Speckgürtel, Autos, Kühlschränke, Staubsauger, Fernseher. Es ist schwer zu sagen, wodurch die Armut weniger wird. Wie wurde das erreicht? Eine interessante Frage. Wissenschaft und Technik. Sozialwohnungen. Agrarwirtschaft. Revolutionen. Freie Marktwirtschaft. Die Wirtschaft wuchs sehr schnell und wir wissen nicht immer, warum das so ist. Ökonomen können nicht voraussagen, du musst das und das und das tun und dann wird alles besser. Es gibt keine Formel, die das kann. Aber wenn die Wirtschaft wächst, dann löst das jede Menge Probleme. Du stehst wieder an der Spitze der Welt. Spitze der Welt. Aber die Zeit rast. Du bist in der Gegenwart. Du schaust herab und du siehst, dass Indien, China und Südamerika die gleiche Entwicklung erleben wie früher Europa und Nordamerika. Es gibt Industriezentren, moderne Krankenhäuser, Wohnblöcke und Vergnügungsparks. Armut ist auf dem Rückzug. Heute gibt es weniger Menschen, die von einem Dollar pro Tag leben müssen, als noch vor 5 Jahren. Es gibt immer noch große Ungleichheiten, aber es geht vorwärts. Du wälzt dich im Bett herum. Du denkst, dass zwar weniger Menschen hungern, aber es noch immer eine große Unterschicht gibt, die den Reichen dient. Warum ist das so? Du willst eine Antwort. Du sitzt unter Palmen. Hinter den hohen Bergen liegt der glitzernde Ozean. Am Horizont ist etwas, das du noch nie gesehen hast. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts gab es in den Ländern, in denen die industrielle Revolution stattgefunden hatte, bereits weniger Armut. Das wirft viele Fragen auf. Was ist mit dem Rest der Welt? Stieg der Lebensstandard dort auch? Was bedeutete das koloniale Zeitalter? Wir sehen eine Welt voller Ungleichheit. In Europa konzentrieren sich Reichtum und Macht. Und der Rest der Welt muss sich zunehmend seiner Herrschaft unterwerfen. Die Armut in Afrika hat tiefe Wurzeln. Der Sklavenhandel hat die Gesellschaften und den Kontinent verwüstet. Afrika sticht besonders hervor durch die extreme Armut, die fehlende Infrastruktur und die erdrückenden Krankheiten. Es ist ein geschäftiger Markt und du verkaufst Stoff. Die Kunden bezahlen dich mit wunderschönen Muscheln. Diese Muscheln sind schon seit Jahrhunderten Zahlungsmittel. Jedes Mal, wenn du etwas verkaufst, tust du mehr Muscheln in deinen Topf. Dann kommt die Kolonialpolizei. Ihr gefällt dein Geld nicht. Kaurischnecken waren eine wichtige Währung. Es war eines der örtlichen Zahlungsmittel und die Kolonialregierung versuchte, sie abzuschaffen. Ganz egal, wie reich du warst, ob du ein einfacher Tuchhändler oder ein ehemaliger Sklavenhalter warst, der haufenweise Kaurischnecken besaß, du fandest heraus, dass dein Geld über Nacht wertlos geworden war. Im europäischen Imperialismus ging es vor allem darum, ein Weltwirtschaftssystem zu schaffen, das Armut erzeugt. So entstand der Begriff der dritten Welt. Sieh nur, deine Haut hat einen braunen Farbton. Du bist in einem Arbeitslager.
Vor einem Monat noch warst du ein hungernder indischer Bauer. Jetzt bist du ein hungriger Zwangsarbeiter. Und du hast Cholera. Keine gute Nachricht. Ein Zug fährt vorbei. Auf Schienen, die die Briten gelegt haben. Eine Wolke weht vom Zug zu dir. Weizen. Etwas zu essen. Aber dann begreifst du, dass der Weizen im Zug für den Export bestimmt ist. Armut ist die schlimmste Form der Gewalt. Die südindische Hungersnot von 1876 war zum Teil eine Folge der Dürre. Es gab einen Ernteausfall. Aber eine Hungersnot wäre vermeidbar gewesen. Während die Menschen verhungerten, wurde der Getreideexport nicht eingestellt. Südindisches Korn wurde bis nach Großbritannien verschifft. Die Unmengen an Getreide hätten die 6 bis 10 Millionen Menschen, die damals starben, ernähren können. Du schenkst den armen schwarzen Arbeitern in Südafrika ein Glas Bier ein. Früher waren sie Bauern, aber die Weißen nahmen ihnen ihr Land. Tagsüber arbeiten sie nun im Bergwerk. Abends reden sie über die Rassenpolitik, die sie aufgrund ihrer Hautfarbe benachteiligt und arm macht. Das Landgesetz von 1913 machte es für Schwarze schwierig, Land zu erwerben. Große Gebiete waren ausschließlich für weiße Südafrikaner reserviert. Schwarze durften in den Städten arbeiten, aber nicht wohnen. Die Weißen mussten ihnen keinen menschenwürdigen Lohn zahlen. Die Frauen wuschen Wäsche, sie kochten und sie brauten Bier. So entstanden über die Zeit die Townships am Rande der Städte. Du blickst in das Glas, in das du dein selbstgebrautes Bier einschenkst. Stell dir vor, es fließt durch die nächsten 30 Jahre der Weltgeschichte. Du siehst Panzerkolonnen, Bombenangriffe, Konzentrationslager, dann glücklichere Bilder. Der Unabhängigkeitskampf hat heute gesiegt. Neue Flaggen wehen, schwarze Menschen jubeln. Nach der Gründung der Vereinten Nationen begannen in Afrika und Asien nationale Bewegungen. Neue Staaten wurden geboren, Indien 1947 und Ghana 1957. All diese Länder wurden Mitglieder der Vereinten Nationen. Themen wie das Ende des Kolonialismus und der relative Wohlstand der Mitgliedstaaten wurden in der UN diskutiert. Oh, du siehst anders aus. Du trägst ein Kleid aus teurem Stoff und dir folgen Männer in Anzügen. Du bist nicht länger arm. Du bist die zukünftige Präsidentin eines armen Landes. Du bist gekommen, um eine Rede zu hören. Mehr als die Hälfte der Menschen auf der Welt lebt unter nahezu elenden Bedingungen. Ihre Armut ist ein Hemmnis und eine Bedrohung, sowohl für sie als auch für die wohlhabenderen Gebiete. Zum ersten Mal in der Geschichte hat die Menschheit das Wissen und die Fähigkeiten, das Leiden dieser Menschen zu lindern. Ein neues Kapitel in der Geschichte der Armut hat begonnen. Die Welt ist jetzt in arme und reiche Länder unterteilt. Die reichen Länder geben endlich zu, dass sie den Armen helfen müssen. In den 40er und 50er Jahren glaubte man, dass man Hilfsprogramme schaffen kann, die die Armut im gesamten Weltwirtschaftssystem bekämpfen können. Oh, ein Fahrstuhl. Drück den obersten Knopf. Das Dach ist wie ein Flughafen. Flugzeuge sind in der Luft und Hubschrauber heben ab. Sie sind voller Hilfsmittel. Es gibt viele neue Samen und Medikamente. In the 50s and 60s.
In den 50er und 60er Jahren gab es internationale Bestrebungen, Getreidesorten zu entwickeln, die die landwirtschaftliche Produktivität Asiens steigern würden. Diese grüne Revolution rettete Millionen Menschen vor dem Verhungern. Indien entwickelte sich von einem Land, in dem das Volk hungerte, zu einem Land, das Getreide exportiert. Der Wind der Hubschrauberrotoren weht dich zurück zum Fahrstuhl. Diesmal gibt es nur zwei Knöpfe. China und Afrika. Du drückst den China-Knopf. Du reißt dich in die Schlange auf einem riesigen Landkollektiv ein und wartest auf Maos großen Sprung nach vorn. Mao interessierte sich nicht für die Armut von Individuen. Ihm lag die Armut der Nation am Herzen. Er wollte Chinas wirtschaftlichen Status verbessern. Aus Armut entsteht der Wunsch nach Veränderung, nach Kampf, nach Revolution. Seiner Meinung nach braucht China weder Entwicklungshilfe noch ausländisches Kapital. Denn China hat eine große Bevölkerung. Und wenn alle Menschen an den Großprojekten mitarbeiten, dann kann das Land genauso produktiv sein wie die industriellen Großmächte. Sieh auf deine Hände. Du hältst Töpfe und Pfannen. Und in den Händen der anderen befinden sich die gleichen Gegenstände. Vor dir ist ein großes Feuer. Um die Eisen- und Stahlproduktion zu steigern, musste jeder einen Hochofen errichten. Entweder im eigenen Garten oder im Hof der Kollektive. Jede Kommune hatte strikte Anweisungen, eine bestimmte Quote zu erfüllen. Aber den Menschen fehlten die Mittel. Ihnen wurde gesagt, sie müssten ihre Töpfe und Pfannen opfern. Das meiste gewonnene Eisen war unbrauchbar. Du hast keine Töpfe mehr zum Kochen. Nicht so schlimm, denn die Ernte war schlecht und es gibt nichts zu essen. Maos Hungersnot war das schreckliche Ergebnis seiner große Sprungpolitik. Eine enorme Katastrophe, die viele Menschenleben forderte. Die allgemein akzeptierte Zahl lautet 30 Millionen Menschen in 3 Jahren. Hättest du nur den Afrika-Knopf am Fahrstuhl gedrückt. Da ist er wieder. Beeil dich. Drück den anderen Knopf. Du wirst zu einem Stuhl an einem großen Tisch geführt. Ein schwarzer Mann zwischen lauter weißen Geschäftsleuten. Sie sprechen dich mit Herr Präsident an. Ghana war der erste unabhängige Staat Afrikas mit dem bedeutenden Präsidenten Kwame Nkrumah. Das war 1957. Ghana, dein geliebtes Land ist für immer frei. Geld floss ins Land, Kredite von Privatunternehmen und Entwicklungshilfe aus dem Westen. Der afrikanische Kontinent hat enorme Summen an Entwicklungshilfe erhalten, aber die Ergebnisse sind fragwürdig. Sie wollen dir helfen, Fabriken in deiner jungen Nation zu bauen. Sie sagen, dadurch wird dein Volk reich werden. Ein Mann sagt, zuerst musst du den größten Damm der Welt bauen. Ein anderer sagt, wir helfen dir, indem wir dir viele Millionen Dollar leihen. Du musst nur versprechen, sie uns mit hohen Zinsen zurückzuzahlen. Sie bauten den riesigen Akosombo-Damm und schufen einen Stausee. Ghana sollte der weltgrößte Produzent von Aluminium und Bauxit werden. Es war eine schöne neue Weltidee. Sie begannen, das Rohmaterial abzubauen, aber es war nicht sehr effizient und die Erträge waren miserabel. Man glaubte, man müsste den Ländern nur mehr Mittel zur Verfügung stellen, die richtigen Projekte anregen, die größten Staudämme bauen, dann würde der Trickle-Down-Effekt den Rest übernehmen. Die Wirtschaft würde wachsen und alle würden davon profitieren.
Afrika und viele andere Entwicklungsländer hatten hohe Schuldenlasten. Was eine Beihilfe hätte sein müssen, waren nur Kredite. Als die Länder diese Kredite nicht abzahlen konnten, wurden sie vom Internationalen Währungsfonds und der Weltbank in die Mangel genommen. Hilfsprojekte wurden abgesagt. Großprojekte scheitern meistens. Die Schulden hinderten Ghana 20 Jahre lang am Wachstum. Nkrumah wurde gestürzt. Soldaten stürmen in dein Büro. Du musst flüchten. Sie sind hinter dir her. Auf der Flucht siehst du fürchterliche Gräuel. Kinder mit Kalaschnikows. Amputationen, Vergewaltigungen, Massaker, Hungersnöte. Diese Hungersnöte geschehen nicht aus Nahrungsmangel oder, wie zum Beispiel gerade in Somalia, fehlenden Hilfslieferungen. Wir wissen, dass in Ostafrika alle 12 bis 15 Jahre die Ernte ausfällt. Eine funktionierende Regierung sucht nach Geldern, importiert Nahrungsmittel und überwacht ihre Verteilung. Sie lässt das Volk nicht verhungern. Lautet die Formel Kapitalismus plus Sozialstaat minus Bürgerkrieg gleich Armutsbekämpfung? Ganz einfach gesehen schon, wenn es klappt. Aber das ist nicht oft der Fall. Entweder man hat Kapitalismus ohne Sozialstaat oder einen Sozialstaat ohne eine erfolgreiche Wirtschaft. Und dann sitzt man in der Klemme. Die Unterschiede werden immer größer. Slums breiten sich vor den Städten aus. Wolkenkratzer schießen gen Himmel. Flüchtlinge fliehen über Zäune. Und auf den Autobahnen stehen neue Autos, Stoßstange an Stoßstange. Meere voller Containerschiffe, Flüchtlingslager voller hungernder Familien. Du kommst herunter, um dir das Ganze aus der Nähe anzusehen. Du trittst in einer Quizshow auf mit dem Namen Wer wird Milliardär? Wer will Milliardär werden? Der Moderator plaudert mit der ersten Kandidatin. Es ist eine Frau aus Bangladesch. Sie bekam einen Kredit von einem Mikrofinanzinstitut zu einem sehr geringen Zinssatz. Sie investierte das Geld in ihren Verkaufsstand und leitet jetzt einen Supermarkt. Armutsbekämpfung geht nur, wenn man Menschen die Möglichkeit gibt, Geld zu verdienen. Lula, der ehemalige brasilianische Präsident. Er wuchs in Armut auf und er hatte einige Ideen, wie er der armen Bevölkerung helfen könnte. In Brasilien ging die Armutsschere immer weiter auseinander. Man fragte sich, was aus der Gesellschaft werden würde. Zuerst investierte die Regierung massiv in Bildung. Es gab Anreize für Eltern, die ihre Kinder in die Schule schickten. Diese Programme unterbrechen den Teufelskreis der Armut. Dann spricht der Moderator zu dir, dem Kandidaten aus China. Der Name ist Song Qinghao. Du warst ein armer Landarbeiter, der in die Stadt gegangen ist, um dort Eis zu verkaufen. Innerhalb der nächsten 20 Jahre konntest du Chinas größtes Getränkeunternehmen aufbauen, mit einem Getränk namens Future Cola. China hat in den letzten 30 Jahren gezeigt, dass es möglich ist, Armut drastisch zu reduzieren. Mehrere hundert Millionen Menschen konnten ihre Lebensumstände in China erheblich verbessern. Und jetzt die Frage, mit der Sie $1 Milliarde gewinnen können. Was reduziert Armut heute? Ist es A, Entwicklungshilfe, B, Kommunismus oder C, Staatsausgaben oder D, Globalisierung? Geografische und soziale Mobilität werden selbst von den ganz, ganz armen Menschen begrüßt. Also diejenigen, die in die Städte gehen. Die Bauarbeiter, die keinen Lohn bekommen, die ausgenutzt werden. All diese schlimmen Geschichten. Warum gehen sie in die Stadt? Weil sie dort die Chance haben, ihre Lebensumstände zu verbessern. Man spricht von den vielen Menschen, denen es in China gelungen ist, aus der Armut auszubrechen.
Aber man darf nicht vergessen, dass sie ihre traditionellen Dörfer verlassen mussten, um unter menschenunwürdigen Bedingungen in den Fabriken Chinas zu arbeiten. Ich bin mir sicher, dass niemand diese Arbeitsbedingungen als Reichtum bezeichnen würde. Es ist so schwer, sich für eine Antwort zu entscheiden. Aber du nimmst Globalisierung. Der Moderator sagt, das ist richtig. Aber bevor er seinen Satz zu Ende bringen kann, bricht ein Aufstand aus. Bolivianische Bauern protestieren, weil ihre Trinkwasserversorgung privatisiert wurde. Also ich will nicht sagen, dass die Globalisierung eine schlechte Sache ist. Die Frage ist nur, unter welchen Regeln. Was wir jetzt haben, ist Regeln, die von den Reichen für die Reichen ausgearbeitet worden sind. Kapital kann ohne weiteres überall hinfließen, überall kann es frei sich bewegen und hier investieren, dort investieren und so weiter. Aber Arbeitskraft kann das nicht. Also ein armer Inder, der seine Arbeitskraft zum Beispiel, der gelernt hat, wie man Haare schneidet und seine Friseurtätigkeit in Deutschland oder in Amerika ausüben möchte, der wird nicht reingelassen. Vor der Botschaft gibt es eine lange Menschenschlange. Du willst ein Visum. Du füllst ein langes Formular aus. Eine Seite nach der anderen. Ich würde sagen, dass wir heute eine ganz andere Art von Armut vor uns haben als in der Vergangenheit. Die Geschichte der Armut hat hier eine wirkliche Wandlung vollzogen, weil eigentlich alle Armut heute sehr leicht vermeidbar wäre. Die ärmere Hälfte der Menschheit hat heute unter 3% des globalen Haushaltseinkommens. Daran sieht man schon, dass die Armut vermeidbar ist, denn es ist ziemlich klar, dass man die Welt so reorganisieren könnte, dass die ärmere Hälfte, mal sagen, 5% hat. Das wäre schon eine ganz erhebliche Verbesserung der Situation, die wenigstens die absolute Armut beseitigen würde. Du gibst dein Formular einem Mann, der es vor deinen Augen zerreißt. Jetzt bist du auf einem riesigen Meer, in einem winzigen Boot. Du fliehst aus deiner armen Heimat und bist auf dem Weg in ein reiches Land. Aber als du nach unten blickst, siehst du, dass das Meer voller Geldscheine ist. Sie fließen von deinem Land, in das du fliehst. Die gesamten Ausflüsse aus den armen Ländern werden auf ungefähr 1.000 Milliarden US-Dollar geschätzt. Das entspricht ungefähr 8 bis 10 Mal der gesamten offiziellen Entwicklungshilfe, die in diese Länder hineinfließt. Und ich glaube, dass eine Reform dieses Systems mehr zur Armutsvermeidung beitragen würde als die gesamte Entwicklungshilfe. Die Dinge müssen verändert werden, so wie sie in Washington, in Genf, in den Metropolen der Welt ausgehandelt werden. Und diejenigen, die am meisten Grund haben, auf Veränderungen hinzuwirken, kommen an diese Städte und diese Hebel der Macht gar nicht heran. Und jetzt hast du endlich einen Job in einem reichen Land, in einem reichen Unternehmen, einem Auktionshaus. Aber du bist nur ein unbezahlter Praktikant. Du musst die Gemälde auf die Bühne tragen. Dieses ist Edvard Munchs Der Schrei. Wir wissen nicht, in welche Richtung es geht. Wird die Kluft zwischen Arm und Reich größer? Werden Klimawandel, Bevölkerungswachstum, steigende Spannungen und Ungleichheiten eine neue Unterklasse in den reichen Ländern herbeiführen, die die Unterklasse in den armen Ländern widerspiegelt? Die Gebote gehen in die zig Millionen. Jedes Mal, wenn der Hammer fällt, hörst du das Gemälde schreien. Und du siehst eine andere apokalyptische Zukunft. Weltwirtschaftskrise. Klimawandel. Eine Epidemie. Und dann wachst du auf.
Es war alles nur ein Traum. Es ist Zeit aufzustehen. Du gehst aus dem Haus. Du gehst die Straße entlang, in einer Stadt des 21. Jahrhunderts. Du bist unter vielen Menschen. Eine Demonstration. Es gibt diese Theorie, den Trickle-Down-Effekt. Wenn die Wirtschaft wächst, profitieren automatisch alle davon. Nach dem Motto, bei Flut kann man Boote verkaufen. Aber das ist Blödsinn, es stimmt nicht. Die Kluft ist heute wesentlich größer. Es gibt keine Stagnation, sondern einen deutlichen Abstieg der Menschen, die bereits ganz unten sind. Man hat ein Problem und kaum hat man es gelöst, kommen die Mittelschicht und die Reichen und reißen alle Ressourcen an sich. Die Reichen werden reicher, die Armen ärmer. Wenn das bekannt wird, könnte das ernsthafte Folgen für unsere wirtschaftliche und politische Stabilität haben. Du biegst um die Ecke und siehst ein Haus. Dein Haus und alle deine Sachen. Das ist dein Spiegel. Es kommt dir wie ein Traum vor, aber es ist Wirklichkeit. Du bist jetzt arm.